Also, ja, eben, ich bin Daniel, ich arbeite für Particular Software. Wir sind eben keine verteilte Firma, sondern wir sind eine zerstreute Firma. Wir sind über die ganze Welt zerstreut. Wir sind 50 Individuen, die über 17 Zeitzonen miteinander versuchen, ein Produkt zu entwickeln. Und wir haben natürlich auch sehr viele technische Diskussionen, aber oft die größte Herausforderung sind immer so die zwischenmenschlichen Dinge. Und hatte so eine gute Idee. Er hat eigentlich gesagt, komm, wir setzen zusammen Werte auf in der Firma. Und nach diesem Wert sind wir alle unsere Entscheidungen zu treffen. Und ich habe die mal mitgebracht. Ich möchte die gerne kurz vorlesen, falls das für alle stimmt. Und vielleicht können wir das so ein bisschen als Aufhänger brauchen für die Diskussion. Also, die sind in Englisch, tut mir leid. Also, in particular, we strive to live up to the following. We are responsible, able and committed to taking tasks to completion, also etwas zu Ende bringen. Dann, see the big picture, prevent them from falling between the cracks, also quasi das große Ganze sehen und dafür schauen, dass die Dinge richtig fertig gemacht sind und nicht zwischen die Stühle fallen. Have the judgment to decide what needs to be done well now or what can be improved later. Also quasi sagen, okay, es ist mal gut genug, kommen wir, liefern es mal zum Kunden aus oder wir machen es mal so als Prozess, versuchen das mal miteinander und dann geht es weiter. Und dann haben wir auch einen wichtigen Punkt, we are motivated, also quasi jeder hat Freude bei der Arbeit. Zum Beispiel have a can-do attitude or self-starting show initiatives. Das lese ich jetzt nicht alle vor. Und der wichtigste Punkt auch für uns ist so, we are mature. Also quasi wir sind erwachsene Individuen, die miteinander kommunizieren und auch Probleme auf den Tisch legen können. Und dazu braucht es eben auch sehr, sehr viel Selbstreflexion. Also zum Beispiel, ein typisches Beispiel, das bei uns auch oft immer wieder passiert, das wurde schon mal erwähnt in der Diskussion, Slack. Wir nutzen Slack als Remote-Kommunikationstools und da schreibt so jemand zum Beispiel, hey, ich habe gesehen, Gregor, du hast da das und das gemacht, warum hast du das so gemacht und nicht so und so? Und dann kommt der andere und schreibt dann so, ich habe das so gemacht, weil, und dann gibt es so eine riesige Kommunikations hin und her in Slack. Und dann kommt irgendjemand und sagt, der dann eben mature ist und sagt, hey, warum redet ihr nicht einfach mal zusammen? Setzt euch mal in einen Skype-Call, hört das mal miteinander an, wirklich face-to-face, oder? Weil, was ist wirklich wichtig? So diese Dinge. Und das sind eigentlich die größten Herausforderungen für uns. Und ich glaube, das ist nicht nur so, weil wir remote arbeiten, sondern das ist auch, wenn man als co-located Teams miteinander arbeiten, eine große Herausforderung. Ja, meistens sind andere. Ich bin Christina. Wir sind verteilte Firma auf drei Kontinenten. Das Problem liegt aber in dem Büro. In dem einen Büro, wo wir sitzen, wir sind genau 5 oder 6 Teams mit sehr unterschiedlichen Maturity-Modellen. Also es gibt von Kindergarten bis ich arbeite nur, ich glaube es gibt alles. Und wir haben selber Probleme. Das hat trotzdem laufende Diskussionen im Chat und Fingerpointing und was es ist. Statt aufzustehen, er sitzt viel mit der Weiter. Aber nee, das Feedback geben und Feedback nehmen ist der größte Painpoint. Und was wir das Scrum Master bei uns gestartet haben, interne Team-Reviews, Feedback machen. Wir haben keinen disziplinarischen Chef. Es gibt eine Person, der irgendwann die Gehaltsgespräche abwinkt, aber eigentlich soll das Team sein Teammitglieder dazu bringen, dass es als Team funktioniert. Und das Team, wir hatten bei unserem Team hatten wir schon die Situation, dass wir jemanden sagen mussten, tut mir leid, wir können nicht mit dir arbeiten. Und dieses Feedback zu geben, ohne dass das Team zerbricht und ohne dass diese Person zerbricht, das hat ein Jahr gedauert. Und die Grundidee ist Respekt. Bei mir im Team ist es so, wir können uns alles sagen. Es gibt ein oberstes Gesetz, alles was wir besprechen, ist nicht persönlich. Es geht immer um die Arbeit.
Wenn ich jemandem sage, das gefällt mir nicht, wie dieser Code aussieht, das ist niemals ein Anfang, sondern ich sage, mir gefällt es nicht, weil, keine Ahnung, irgendwelche Regeln wurden verletzt oder es ist nicht testbar. Oder? Also es ist immer, es darf niemals persönlich sein und niemals einfach so Bauchgefühl, mir gefällt es, weil es mir nicht gefällt. Es muss immer ein Argument kommen. Und wenn ich dieses Argument nicht bringe von Anfang an, ich sollte nicht mal so anfangen, mir gefällt es nicht. Ich müsste anfangen, ich habe den Eindruck, dass dieser Code nicht okay ist. Komplett andere Annäherung. Und es muss immer ein Argument sein. Und das, wir arbeiten dann in der Firma seit 1,5 Jahren und es funktioniert bei uns im Team, aber wir sind zu viert. Und es funktioniert in anderen Teams nicht, weil sie einfach, dass sich diese Diskussion und diese Konflikte gar nicht angehen. Diese Kommunikationsherausforderung, das ist das Größte. Also dann würde auch der Code aussehen, dann würden die APIs anders aussehen, wenn wir miteinander reden würden. Momentan werden APIs einfach über den Zaun geschmissen, dass sie sind, nutze es. Und wenn du Anforderungen hast, dann rede mit dem PO. Rede nicht mit mir als Entwickler. Das ist der eine Sache. Das andere, was auch bei uns im Team von Anfang an war, wir haben ein Teamverantwortungs, nicht Dokument, aber Definition, dann bezieht sich auf das ganze Team. Wir sind pünktlich, wir beschimpfen uns nicht, unsere Verantwortung endet nicht bei Einchecken, sondern wenn es eine Position ist und auch da nicht eigentlich. Und da sind wir haben zwar nicht so unterschrieben, aber es ist gesetzt. Da kann keiner im Team kommen und sagen, ja, ich habe eingecheckt, ich gehe nach Hause. Und es kommt morgen bin ich da und ich sage übermorgen, was da war. Das geht nicht. Und das funktioniert wegen dieser respektvollen Feedback. Weil ich ihm ruhig sagen kann, ich, das kannst du jetzt nicht tun. Er weiß, dass es jetzt kein Befehl ist, sondern das kann er nicht tun, weil es ist ja, das ist nicht das, was wir vereinbart haben. Aber deine Liste finde ich großartig, die ich auch gerne. Ja, also diese Werteliste finde ich nur ziemlich gut, weil man kann sich immer wieder auf die Beruhe. Das Problem ist, was ich erlebt habe, so in der Kommunikation über die Zeit, wenn man sich eben über Dinge unterhält, wo dann auch, du bist ja nicht jeden Tag gleich genannt oder manchmal oder vielleicht konntest du nicht schlafen wegen einem Kind oder du warst im Ausgang oder hast Kopfschmerzen, bist krank oder was auch immer. Und dann bist du schon in der, wenn du ins Gespräch reingehst, hast du schon eine ganz andere emotionale Grundhaltung. Ja. Oder? Und wenn man dann eben auch hingehen kann und über die Zeit verändert sich auch die Wahrnehmung, weil in deinem Ökosystem, in deinem Team, die Wahrnehmung, wie du die Unternehmung wahrnimmst und wie du die Prozesse wahrnimmst. Oder? Und wenn du eben diese Wertegrundlage hast, kannst du auch immer wieder über diese Wertegrundlage hingehen und sagen, okay, sind wir überhaupt noch innerhalb dieses Wertespielraums oder sind wir das eben nicht mehr? Ich glaube, wir versuchen zum Beispiel, haben wir so Mentoring-Prozesse. Wir sagen, es ist uns bewusst, dass jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Und wir versuchen halt, hinzugehen und zusammen mit einem Mentor, also jedem Mitarbeiter kommt ein Mentor zugeteilt und dieser Mentor ist eigentlich da, um mit dir einmal im Monat ein Gespräch zu führen und sagt, okay, wo stehst du emotional, wie fühlst du dich in der Unternehmung, wie siehst du dich selbst in der Entwicklung des Unternehmens und was für Steine sind dir im Leben. Und dann hast du vielleicht manchmal etwas, das sagt, ja, ich hatte vor 5 Tagen eine Diskussion und Herr XY gibt mir so auf den Sack, oder? Und dann redet man halt auch über solche Situationen, wo man sagt, okay, warum hast du diese immer innere Emotion? Oder? Und dann geht es halt sehr, sehr oft, eigentlich die Lösung bei uns ist es, früh zu detektieren und reflektieren, warum reagiere ich in dieser Situation so. Ich habe es vorhin mit Björn ein bisschen geredet, es gibt so einen dänischen Autor, die Kinder haben, kennen den vielleicht, Jesper Juhls. Da geht es sehr, sehr viel so um Werte von Kindern und empathische Beziehung zu den Kindern, eben weg von der klassischen Erziehung hin zu der Beziehung zum Kind. Und ich habe auch Björn gesagt, ich finde sehr, sehr viele Muster, die da drin in dem Buch sind, reflektieren sich auch in der täglichen Zusammenarbeit. Und es ist so einfach, eigentlich hinzugehen und jemand kommt zu dir und sagt, hey, aber gestern, was du gestern gemacht hast, das war ja unter aller Sau. Und dann gehst du automatisch in die Haltung und verteidigst dich. Oder? Und wenn du dann eben hingehst und vielleicht mal versuchst zu überlegen, okay, aus welcher Situation kommt vielleicht diese Person?
Und du dann versuchst, dich in die Schuhe dieser Person zu stellen und sagen, okay, was ärgert dich denn so? Warum ist das für dich ein Problem? Ich sehe, es ist ein Problem für dich, weil sonst wärst du nicht auf mich zugekommen. Warum ist das ein Problem für dich? Und dann kann diese Person diese Frage nutzen, um besser über sich selbst zu reflektieren. Und dann kann ich eben auch durch die Empathie, kann ich die Person versuchen zu verstehen. Und das Schöne ist, dann können wir eben diskutieren und sagen, okay, ich sehe deine Situation und jetzt erkläre ich dir meine Situation. Als du so auf mich zugekommen bist, habe ich mich so und so gefühlt. Und dann hat die andere Person auch die Möglichkeit, Empathie zu zeigen. Und dann kann man sehr oft interessanterweise auseinandergehen, ohne dass man gleicher Meinung ist, aber man hat sich gegenseitig respektiert. Das meine ich, das ist Basisrespekt. Und das ist auch, das versuchen wir abzureden. Grundsätzlich sagen wir, jeder Mensch tut hier sein Bestes. Das schenken wir einfach, dieses Vertrauen. Aber wir erwarten auch, dass der Rekruter sein Bestes tut. Und diese Reflexion, das ist auch sehr wichtig. Jeder muss wirklich darüber nachdenken, warum mache ich das, was ich tue. Und zusätzlich diesen Mentoring-Prozess haben wir auch versucht, hat nicht funktioniert, lagen auch mit Personen, die es vielleicht mal ausdrücken sollen. Es waren externe Leute, nicht in der Entwicklung. Und deswegen versuchen wir es im Team. Also wir als Team haben WhatsApp-Gruppen, wir gehen zusammen Mittagessen, wir wissen viel mehr voneinander, als wie ihr seid Coach sagt. Weil wir alle diese Bereiche abdecken wollen. Und was sonst noch passiert war, dass früher waren wir ein größeres Team. Und dann durch irgendwelche neue Produkte ziehen das die Teams mit frei. Damit hat sich dieses Format und dieses Virus multipliziert. Und jetzt ist das auch ein anderer Team. Diese Erwartungshaltung, dieses Respekt und die Fähigkeit, Feedback zu geben und vorab nehmen, ohne aufzudrücken. Ohne zu sagen, bin ich hier morgen oder so. Was mich interessieren würde, du hast gesagt, wir erwarten. Dass die Mitarbeiter das Beste tun. Meine Frage wäre jetzt da, wie definierst du das Beste? Weil aus meiner Sicht ist, wenn du sagst, der Mitarbeiter soll das Beste tun, dann hat ja der das sagt oder der den aufstellt, hat ja irgendwo eine implizite Erwartungshaltung, was es bedeutet, das Beste zu tun. Deswegen brauchst du diese Regeln. Also ich finde die Regeln super. Ich frage mich nur, wie lange habt ihr gebraucht, um das zu verabschieden, sozusagen. Also die Werte, die wurden von Udi aufgestellt und er hat eigentlich im Bewerbungsprozess schon immer diese Werte vorgestellt und die werden auch diskutiert im Bewerbungsprozess und man wird gefragt, was man von ihm hält und zwar nicht einfach so, findest du sie gut oder schlecht, sondern man wird mit diesen Werten konfrontiert und dann sollte man seine eigene Aussage dazu treffen. Aber eben der Punkt, das Beste, diese Diskussion hatten wir auch, weil wenn du jetzt hingehst und sagst, wir stellen jemanden an in unserem Unternehmen, der läuft durch den Bewerbungsprozess. Es kann immer was schief gehen. Aber grundsätzlich hast du dich als Unternehmen entschieden, das ist die richtige Person. Jetzt, was bedeutet das Beste? Musst du das überhaupt so festlegen? Dann idealerweise könntest du einfach sagen, ich habe den angestellt und er macht seinen Job und ist motiviert. Sein Bestes, nicht irgendeine technische Regeln, sondern er gibt sein Bestes. Und es gibt halt diese paar Regeln, wie Ownership bis zum Ende, über Tellerrand gucken, also nicht, dass das keiner einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt meine 5 Zeilen Code geschrieben, der Rest ist nicht mein Problem. Ist nicht sein Bestes. Dieses Kennen du und diese Erwartung. Weißt du, ich versuche immer noch zu verstehen, was das Beste heißt. Weil das Problem ist, wenn du sagst, wenn du kommst in ein Unternehmen rein, oder dort arbeiten 5 Leute, und dann sagt dir jemand, wir erwarten von dir, dass du das Beste machst. Jetzt ist es ja, von dich das nicht definiert habe, es ist ja meine Interpretation, spielt was das Beste ist. Das heißt, ich kann es eigentlich nie erreichen. Ich muss immer mehr arbeiten und mehr leisten, weil ich ja nicht weiß, wo das Beste ist. Nein, nicht das Beste. Sein, dass er alles gibt. Dass er wirklich engagiert ist, motiviert ist und nicht um 5 Uhr nach Hause geht, weil es... Also Christina, wenn du sagst, das Beste... Nicht das Beste, sein Bestes. Achso. Ach, vorne kommen. Sebastian, kommst du? Raus, du hast vorne. Ja, bei mir aus, vorne mobil frei.
Ja, ich wollte einfach nur noch mal eine Perspektive von uns dazu beitragen, bei uns aus meinem aktuellen Projekt. Und wir haben uns ja gerade schon vorher schon darüber unterhalten. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Gerne, ja klar. Sorry. Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr Gedanken gemacht, okay, was braucht es, um ein gutes Team zu machen? Na, wie kriegt man eine gute Kultur? Früher hatte ich auch ganz oft den Ansatz, so, okay, hey, warum noch frustrierend? Warum funktioniert das nicht so? Warum spielen die nicht nach den gleichen Regeln? Die Regeln sind doch klar, sie sind klar dokumentiert. Warum funktioniert das einfach nicht? Und ich glaube ganz ehrlich jetzt mittlerweile, das ist ganz einfach der falsche Ansatz. Und auch die Idee zu haben, Menschen verändern zu können, das ist ein Trugschluss. Das funktioniert einfach nicht. Was haben wir konkret gemacht, um das nochmal irgendwie anders anzugehen? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass es wirklich erfolgreich ist. Das sehen wir nächstes Jahr. Es ist halt alles ongoing. Aber bislang sind alle Indizien, dass es gut funktioniert. Zeigen in die richtige Richtung ist, dass wir angefangen haben, da irgendwie beim Hiring guckt man drauf, passt das irgendwie so ein Culture-Fit? Logisch, das ist so der erste Schritt. Aber wir haben sofort angefangen, als allererstes einen Werte-Workshop zu machen. Was für ein Werte-Workshop? So, also zum Beispiel, wir zwei stellen uns gegenseitig unsere Top 7 Werte irgendwie vor und du präsentierst im Nachhinein mich. Ja, und das haben wir, die Ergebnisse hängen zum Beispiel bei uns im Teamspace. Wir haben Persönlichkeitsanalysen gemacht und haben die auch gegenseitig miteinander geshared, weil Menschen sind einfach nur mal unterschiedlich, sie arbeiten unterschiedlich, haben andere Präferenzen. Und Sinn machen lassen, ja. 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 Ich verritze die Regeln die ganze Zeit. Deshalb glaube ich auch, funktionieren so eine Sachen wie, wir wollen immer Pair-Programming machen, wir wollen immer, wir wollen immer Code-Reviews haben. Das funktioniert im realen Leben, das funktioniert eigentlich nicht hundertprozentig. Ja, das reale Leben ist halt imperfekt. Menschen sind halt prinzipiell einfach imperfekt. Das ist normal, das gehört dazu, das muss man irgendwie akzeptieren. Und damit muss man arbeiten. Ja. Deswegen, es ist hundertprozentig so, alles sind anders. Ich habe das schon in mehreren Teams gelernt, dass man niemanden in irgendeine Schublade, die man in der Schublade stecken darf, weil der überrascht dich jeden Tag. Ja. Und wenn ich so Leute, ich habe nicht mit denen zusammengearbeitet, nach 2-3 Wochen haben sie herausgestellt, wahnsinnig neue Sicht und wahnsinnig wäre. Ohne zu wissen, seitdem gibt es keine Schublade. Und das ist, was wir wollen. Einfach keine Schublade haben, einfach dieses erste Respekt und erste Vertrauen zu schenken. Du gibst dein Bestes, ich weiß es, und du willst dieses Team, sonst wärst du nicht da. Und ich bin sicher, dass du das kannst. Also wenn du schon mal so losgehst, dann hast du diesen Respekt und dann ist mir egal, wie er sein Code schreibt und ob er zwei Stunden früher kommt oder früher geht. Es ist einfach das Miteinander wichtig. Was du Respekt nennst, ist glaube ich zu großen Teilen Kommunikation. Ja, und das ist der letzte Teil, den wir gemacht haben. Wir haben für jeden von diesen Kommunikationstraining so. Und genau dieses, okay, wie spiegel ich wieder, was jemand, etwas tut, was das für eine Wirkung bei mir auslöst. Ja, ohne das irgendwie zu interpretieren, sondern einfach nur du hast dieses und jenes getan und ich habe mich danach irgendwie aus den und den Gründen so gefühlt. Könntest du das irgendwie ändern? Ne? Und das ist eine Anstatt für einen Dialog und es ist ganz, ganz was anderes als direkt, und das passiert ganz leicht, glaube ich, direkt in die Interpretation zu gehen und zu sagen, ich glaube, du magst mich nicht und du willst das nicht tun und deshalb sabotierst du mich hinten drum. Ja, und wenn du allein diese Kommunikationsform etablierst, und das funktioniert bei uns mittlerweile ganz, ganz gut, das soll einfach nur Beobachtungen äußerst und das irgendwie als das Trigger für eine Kommunikation nimmst. Ja, also, denn ermöglicht das ganz, ganz, ganz viel. Ja, Klaus. Christina, für mich würde mal interessieren, ich vielleicht nicht ganz mitgekriegt, aber du sagst immer dein Bestes geben. Für mich klingt das immer so, als ob du jemanden implizit unterstellst, dass er eben nicht dein Bestes gibt. Nee, so, genau das. Nee, also das sieht das auch schon oft in anderen Firmen, also Björn, die haben das in Unternehmen, das ich früher gemacht habe, ich habe auch gemacht.
dass wir damals mal so eine Persönlichkeitsanalyse gemacht haben. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich finde schon, wenn ich jemandem sage, gib dein Bestes, gib dein Bestes. Ich glaube, niemand geht zur Arbeit und sagt so, oh, heute gebe ich, glaube ich, mal nur 50%. Man sagt keinem das. Ich setze das mal aus. Also ich sage es nicht. Und es gibt auf jeden Fall Stimmen, hey, Gott, das ist der Mittag. Es gibt auch Stimmen. Wir gehen davon aus. Das, wir gehen einfach davon aus, dass jeder sein Bestes gibt. Das ist genau alles. Aber wie machst du denn fest, weil er wohl nicht sein Bestes gegeben hat? Das ist egal. Also er muss ja keine Latte erreichen oder so. Er muss einfach wissen, dass dieses Vertrauen in ihm besteht. Und das Team, das auf, sich auf ihn verlässt. Da verstehe ich das Problem nicht. Also, ich hatte auch kein Problem. Ich hatte gerade eine Lösung, was bei uns in meinem Team funktioniert hat. Dieses geschenkte Vertrauen und dieses ganz klar machen, niemals, ich werde dich niemals anmerken. Mir geht es niemals darum, wie du als Person bist. Mir geht es immer nur um professionelle, um irgendwelche Arbeit. Also ich, nur weil ich sage, dass der Kunde mir gefällt, nichts mit dir zu tun. Wir sind trotzdem, ich respektiere dich genauso. Es ist niemals persönlich. Und diese Regel hat dazu geführt, dass wir uns wirklich alles sagen können und wir sind viel besser geworden. Weil wir, und wir vertrauen blind aufeinander. Wir wissen, dass wenn einer krank ist, dann macht der andere den super dringenden Match. Das ist nie der Fall, ich muss reingehen, weil meine Kollegen das nicht können. Das gibt es gar nicht. Und die können es auch. Also wir haben uns dadurch, ist es so nicht ein Push, sondern so ein Ehrgeiz entstanden, aber keine Ahnung. Es war klar, jeder macht alles. Am Anfang war meine Konstellation, ich war die einzige von mit Levelform, die andere war nur in Desktop-Form und dann war ein neues Team. Und wir mussten mal das Detail, mal eine Webcam, mal Web-Sachen machen. Und dann habe ich zwei Kollegen gesagt, hey, jetzt haben wir diesen Request und wir machen mal ein paar Whitelists, um es nachzustellen. Also erstmal gemacht. Und wie wäre es, macht ihr das? Und die zwei, ich habe es nicht mal gefragt, ich habe es gebeten, dass sie es machen sollen. Und es ist mir zwei Tage später eingefallen, dass sie sowas noch nie gemacht haben. Und die haben nichts gesagt, sie haben gesagt, ja klar, machen wir das. Und dann sind sie weggegangen und zwei Tage später kamen sie zurück, da ist es. Dieser Stolz, also dieses, erstens war nicht der erste Einzelne oder der erste Idee wäre gewesen, ich habe das noch nie gemacht, ich kann das nicht. Nee, gar nicht. Ich kann noch nicht, du vertraust mir, dass ich es kann. Kann ich noch. Das hat unglaublich funktioniert. Ich hätte das so interpretiert, was du halt sagst. Nee. Nein. Also ich würde mal gerne noch ein bisschen über also quasi die Umgebung dann auch sprechen. Weil wir ganz von Werte und wie wir miteinander kommunizieren, da muss halt so ein bisschen auch die Atmosphäre zupassen. Was ich für uns festgestellt habe, und ich vermute jetzt mal beispielsweise auch beim Daniel, gerade in den, wenn man verteilt auch arbeitet, wo man dann eben nicht direkt miteinander kommunizieren kann, sind aus meiner Sicht zwei Dinge ganz wichtig. Einmal, Beispiel Gregor, ne, der hier in Leipzig und dann so alle zwei Monate quasi besucht. Ich finde es wichtig, dass man sich auch immer wieder persönlich regelmäßig trifft, einfach weil es was ganz anderes ist. Und Punkt 2, was für uns auch extrem wichtig ist, dass man halt Skype, also Skype-Calls mal einmal täglich so idealerweise, wo man sich sieht, wo man auch ein bisschen, weil es ist aus meiner Sicht essentiell, diese Geste, diese Mimik, wo man auch ein bisschen so die Leute einschätzen lernt, wo man auch ein bisschen sieht, was sie so transportieren. Ja? Und es geht halt alles bei einer normalen Kommunikation oder auch einer Telefon, wo man sich gegenseitig sieht, geht es halt alles unter. Ja? Und wenn man mal sieht, wenn man die Emotionen wahrnimmt, dann bindet das einfach stärker. Deswegen ist für uns sind eben diese zwei Sachen wichtig, dass man sich persönlich mal trifft und dass man auch eben, sagen wir mal, dieses Visuelle transportiert, was halt mit dem Skype-Call idealerweise gut funktioniert. Das ist so, sind die zwei Sachen, die wir für uns entdeckt haben. Das ist extrem wichtig, damit man einfach näher miteinander kommunizieren kann, sage ich mal. Ja. Und ein Punkt ist, glaube ich, auch noch so, das ist jetzt in der IT-Branche eigentlich schon fast Standard, ist aber nicht überall so, dieses Du, ja. Weil in Hierarchien, sie mag sein, aber ich finde, wenn man gleichwertig miteinander redet, finde ich das Du einfach angenehmer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, es stehen vielleicht manche auch anders zu. Mir persönlich geht es einfach so, weil man einfach ein bisschen direkter miteinander kommunizieren kann. Ja. Weil, schön, dass du wieder da bist, Max. Faszinierend. Weil du gerade gesagt, oder weil du vorhin gesagt hast, es kommt niemand auf Arbeit und sagt, hey, heute gebe ich nur mal 50%. Das glaube ich auch nicht, dass das jemand macht. Aber es kommen Leute auf Arbeit, setzen sich dahin und sagen, es ist mir egal.
Es ist mir egal, was hier passiert. Es ist mir egal, wie was im Legacy-Code geht. Es ist mir egal, ob das jetzt ein Haufen Spaghetti-Code ist. Ich werde halt irgendwie dafür bezahlt. Ich wurstel da noch ein bisschen dran rum, aber als Einzelner kann ich vielleicht dieses Riesenkonglomerat eh nicht ändern. Ich kann das nicht aufbrechen, ich kann das nicht alles alleine refactoren. Vielleicht ist es auch meinem Chef egal oder meinem Chef hat kein Problembewusstsein. Und ich glaube, das geht tatsächlich vielleicht in vielen Projekten so, dass die über lange Zeit laufen, dass die Code-Quality eruiert und auch der Team-Spirit und auch das Gefühl, dass man das irgendwie ändern und verbessern kann und dass das dann so ein bisschen vor sich hin brustelt. Das betrifft vielleicht nicht unbedingt Leute, die zu Konferenzen gehen, die sowieso von sich aus irgendwie Antrieb haben, Sachen besser zu machen oder so, aber ich denke, wir waren alle schon mal irgendwie in so einem Projekt. Ja, ich weiß nicht, hat irgendjemand Erfahrung mit was Christina damit meint, ist eigentlich, dass diese Leute das nicht mit Absicht machen. Also du erwartest einfach, sie geben halt ihr Bestes. Und wenn ihr Bestes egal Stimmung ist, dann ist es immer noch okay. Deine Aufgabe ist, diese Stimmung zu verändern und sie zu motivieren, noch mehr zu geben. Aber grundsätzlich ist erstmal die Akzeptanz da, hey, die Leute geben das, was sie können und damit musst du zufrieden sein. Du musst nicht von deinem hohen Ross gucken und sagen, hey, ich erwarte von dir genauso viel Einsatz, wie ich gebe. Das ist einfach, glaube ich, die Intention von Christine. Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ist ja, letztendlich ist trotzdem was falsch gelaufen, weil es fehlt die Motivation. Warum kann ich dich nicht mehr motivieren und zu sagen, schreib, dass es dir nicht egal ist und dass du eben nicht das Gefühl hast, ich kann dir nichts mehr verändern. Und selbst da musst du dir die Frage stellen, wenn du derjenige bist, der da hingeht und sagst, ich kann ja eh nichts mehr verändern, ob du nicht doch bei dir was verändern kannst und sagst, okay, dann wechsle ich den Job, ich gehe aus dem Projekt raus, ich mache irgendwas anderes. Du kannst bei dir immer was verändern, aber ich glaube, das Problem, was ich sehe, auch Richtung Fingerpointing, wir haben, wenn es einen Menschen gibt, der eine Egalstimmung hat, der hat, was weiß ich, was eingecheckt, nach Hause gegangen, Bild ist rot, blöd, dann ist es wahrscheinlich das falsche Mittel, am nächsten Tag ihn zur Sau zu machen, wie dumm du doch bist. Und weil es ist ihm egal. Es motiviert ihn am Ende, glaube ich, auch weniger, sich hinzusetzen und nächstes Mal den Bild noch abzumachen. Sondern wahrscheinlich wäre es sinnvoller, da den Schritt zurückzugehen. Hey, warum passiert dir das ständig? Oder was ist dein Problem? Und nicht, du bist der Dumme, der ist... Und das ist, das, glaube ich, eine Kultur, die haben wir häufiger mal, dass da ziemlich schnell ein Schuldiger gesucht wird. Ja, oder eine Ausrede gesucht wird, warum jetzt irgendwas schiefgegangen ist. Ich habe mich hier vorgesetzt, weil ich eigentlich auf die Sachen von Uni antworten wollte, und auch den Zusammenhang mit Daniel. Also ich habe mittlerweile sehr viel Erfahrung mit verteilten Teams, habe vorher sehr lange in der Reisebranche gearbeitet, mit einem Team in Berlin und einem Team in Zürich, jetzt habe ich ein Team in Berlin und ein Team in Montreal, was es nochmal einen Zacken schärfer macht, weil Englisch als Hauptsprache und verschiedene Zeitzonen. Und ich finde es sehr wichtig, was Uli gesagt hat, mit dieser Sichtbarkeit. Also sobald du dich zurückziehst und sagst, ich mache alles per Slack und E-Mail, geht dermaßen viel Information verloren und dann kommt dieses Wir gegen die Gefühl auf. Und wenn du Leute täglich siehst, wenn du die Gespräche halt wirklich per Skype, also per Videokonferenz machst, ist das ein ganz anderes Miteinander, es ist mehr Zweck da. Und ich habe zum Beispiel bei mir, bei meinem letzten Job auf jeden Fall als Bedienung gemacht, dass jeder eine vernünftige Kamera auf seinem Monitor hat. Also, wir hatten damals Desktop noch und dann keine vernünftigen MacBooks oder sowas. Und dass auf jeden Fall die Grundausstattung da ist, dass die Leute die Möglichkeit haben. Und ich habe auch gesagt, Leute, nutzt sie. Es wird euch helfen und es wurde auch wirklich akzeptiert. Und ich glaube, das hilft auf jeden Fall, um dieses Liebe aufzubringen. Ist jetzt eigentlich auch hier vorne, um auf Uli nochmal einzugehen. Also in Teilen gebe ich dir recht mit dem Du. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es auch negative Implikationen hat. Also ich denke das in meiner Firma so, ich habe meinen Mitarbeiter, der bei mir ständig im Büro sitzt. Eigentlich habe ich all meinen Mitarbeitern das Du angeboten. Und der Kollege, der ausgerechnet mir jeden Tag gegenüber sitzt, sieht mich noch. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir das echt gut gefällt. Also der Hintergrund ist einfach der, dass trotzdem noch eine gewisse Distanz und ein gewisses Respektlevel da ist. Und wo ich dann wirklich sagen kann, okay, letztendlich in letzter Instanz entscheide ich und ich entscheide nicht als du, dein Freund, sondern als sie, dein Chef. Und es gibt auch so einen Ausspruch, den ich in einer
Pfeffer mal gelernt habe, ist, sie Arschloch lässt sich halt immer noch leichter sagen als du Arschloch. Und, aber letztendlich ist es so, dass das war. Also grundlegend kriege ich dir recht, ein gutes Verhältnis zu seinen Angestellten zu haben, dass sie auch zu einem kommen und sagen, okay, pass auf, hör mal zu, ich habe ja das Problem. Aber es ist schwierig, du gehst immer anders mit Kollegen um oder kommunizierst anders mit Kollegen, also mit deinem Chef, der auch länger halt bezahlt. Also ja, ja, aber das, ich glaube, dass das in kleinen Firmen noch ein bisschen anders ist als in wirklich großen. Aber das wollte ich halt sagen, dass ein gewisses Niveau, also Hierarchie-Level trotzdem noch da sein müsste. Ich glaube, ich gehe nicht, oder doch, ich gehe. Ja, kommt da. Also ich muss auch einmal nochmal das bestätigen mit dem Slack und Videokonferenzen. Also ich habe das bei uns selber auch gemerkt. Also ich bin selber auch jemand, der sich immer schnell in so eine Diskussion auf Slack verzettelt. Auch, ja. Nein. wenn man dann aber tatsächlich, beziehungsweise man merkt manchmal auch, dass Leute so ein bisschen, also es kommt so zwischen den Zeilen, kommt so eine Bestimmung durch irgendwie und dann hat man so einen täglichen Videocall, wenn man wenigstens irgendwie eine halbe Stunde machen und dann merkt man, okay, der ist irgendwie nicht gut drauf heute. Also deswegen ist es schon alleine wichtig, irgendwie Leute auch zu sehen und das, ich habe auch einen Kunden, mit dem wir regelmäßig irgendwie, der ist in Hannover, wir sind in München, dann haben wir mal Telefonkonferenzen gemacht und das war furchtbar. Anfang des Jahres habe ich den dann von der Kamera gescheckt, weil das Internet mit Jay das irgendwie nicht hergegeben hat und seitdem ist das prima, also das klappt wirklich. Was ich aber anderes Thema noch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat vorhin, dass manchmal muss man sich trennen von Leuten. Das ist jetzt irgendwie so alles fröhlich und wie das alles toll läuft. Ich habe auch einmal die Erfahrung gemacht, manchmal geht's nicht. Also manchmal muss man sich von Leuten trennen. Also man kann Leute nicht verändern. Ich habe das einmal gehabt und dann gedacht, okay, vielleicht geht's in mir. Also ich war echt so gewesen, dass ich dann echt so dreimal die Woche über den Tisch gebrüllt habe irgendwie, was ich eigentlich nie mache. Dachte, okay, vielleicht bin ich der Arsch, ja, vielleicht mache ich irgendwas komplett falsch und stecke den mal woanders hin und lasse mich mal anders arbeiten und keiner ist mit dem klar gekommen. Also passt dann einfach nicht. Wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch das aufnehmen, das vorhin gesagt wurde, wegen Fehler. Oder? Dass wir zum Beispiel versuchen, wir haben so ein kleines Mantra bei uns, wir sagen, fail small, learn big. Wir sagen eigentlich, Fehler macht jeden Tag machen wir tausende von Fehlern. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles abgeklärt, das technische sind, wir machen immer Fehler, die sich dann später erst herausstellen. Wir haben einfach gesagt, das Ziel ist, wir haben diese Fehlerkultur und wir sagen, wenn jemand einen Fehler macht, dann geht es nicht darum, du hast einen Fehler gemacht, sondern jetzt, wie können wir zusammen aus diesem Fehler etwas Großes lernen. Oder? Das ist das, was sehr wichtig ist und die Werte. Und dann spielt es eben keine Rolle mehr, wer ein Bild kaputt gemacht hat. Weil jeder ist verantwortlich, aus diesem was zu lernen. Zum Beispiel zu sagen, können wir etwas im Prozess verbessern, dass das auch nicht mehr passiert. Und dann sind die Diskussionen automatisch vom Tisch. Weil, was dann eben auch cool ist, es passiert dann, so zum Beispiel, ich habe auch schon mal meine Support-Schichten vergessen. Also ich glaube, wir haben so 24 Stunden, 7 Tage die Woche haben wir Support. Ich habe dann einfach so, am Wochenende habe ich das gehabt und dann habe ich meine Schichten vergessen. Und dann habe ich das gemerkt am Freitagabend, ich habe schon ziemlich viel abgemacht und dann habe ich gesagt, ey, es tut mir echt leid, aber ich habe meine Schichten vergessen, könnte jemand mir helfen? Und dann kommt automatisch die Hilfe in die Firma und jemand sagt, hey, kein Problem, ich habe gerade nichts los, geh du, mach du dein Ding und das nächste Mal werde ich das ganz genau das gleiche für diese Person machen. Ja, es war ein Fehler von mir, weil das ist meine Aufgabe, dort verfügbar zu sein, aber es hat dann nicht geklappt. Genau das ist es, du kannst fehlen, weil die Kultur da ist, die ist sehr laut. Deswegen sind wir eigentlich, also sind wir weiter da, weil meistens schon war Legacy Code oder Legacy Culture. Ich bin jetzt sagen, bin ziemlich sicher, dass es ein Legacy Culture ist, das Problem, und nicht der Legacy Code. Und wir hätten auch diese Weiterentwicklung nicht geschafft, wenn die Kultur in der Firma sich nicht verändert hätte und sie es nicht erlaubt hätte. Wenn da irgendein Chef sitzt, der sagt, ja, ist mir egal, ob du reinkommst oder nicht, dann kann ich nichts machen. Dann kannst du von dem nichts erwarten, weil warum, wenn er niemals Feedback kriegt, wenn dem anderen es egal ist, was er macht. Und diese Kultur, diese Verantwortung übertragen, bei uns heißt es total idiotisch, aber es heißt empowerment, das ist total, das ist wie agil werden, total verdammt das Wort, aber das ist egal. Das ist genau das, du darfst die Verantwortung haben, aber dann hast du sie auch.
Das fällt auf beide Seiten schwer, die Chefs tun sich viel schwer damit als wir. Wir wollen die Verantwortung, also ein Teil von uns will die Verantwortung, ein Teil weiß noch nicht. Die Chefs tun sich damit wahnsinnig schwer, aber sie müssen das genauso. Deswegen haben wir, arbeiten wir an allen Seiten an dieser Firma, dass es auch nach oben genauso funktioniert. Du sollst niemals Berichte erstatten, du sollst dein Bestes geben, keine Ahnung, und du sollst immer dazu stehen, was du machst. Und dieses Erlaubnis, das zu tun, das ist großartig. Ohne das hätten wir das nicht geschafft, ohne das wären wir Abteilung, Monolith, Legacy Code und alles. Und jetzt sind wir on the way to Microservices. Ja, ich denke, Agile ist quasi konsequentes Umsetzen, was man eigentlich auch braucht, dann, um eine entsprechende Kultur zu schaffen. Ja, also es bringt einfach schon von den Werten her auch das mit, wo man glaube ich alle in die Richtung wollen. Ich will gerade noch zwei Sachen ansprechen. Das Du, ja, ich glaube, da gibt es auch keine Pauschalregel, ne, zu Du und Sie. Ich will aber ein Beispiel nennen, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Wir haben auch Schüler, ja, muss man sich vorstellen, die sind 16 Jahre alt, ja, oder 17. Ja, und ich bin da ein Fan von Du, einfach aus dem Grund, die kommen da rein, die haben eh noch keine Ahnung vom Arbeiten, die haben dann da quasi der Chef vor sich, ja, und haben total Angst, Fehler zu machen. Und es ist eine Katastrophe, das darf nie so weit kommen, dass die richtig Angst haben, quasi Fehler zu machen und so weiter. Und da ist einfach nur ein Du einfacher, die trauen sich dann öfters auch mal was zu fragen. Du merkst richtig den Unterschied, wenn du eine Weile Sie gemacht hast und dann Du, ja, wie sie plötzlich mehr mit dir kommunizieren, wie sie auch mehr mal was wagen und sagen, ich hab denen was vorgegeben, hab gesagt, guck mal da in die Richtung, da muss die Lösung sein. Und beim Sie haben sie komplett dran gehalten, beim Wurm sagen, oh, ich guck mal, vielleicht könnte auch da noch eine Lösung sein oder da. Ja. Das ist so ein Beispiel, wo ich einfach eine positive Erfahrung mitgemacht habe. Und der zweite Punkt ist auch so ein bisschen Tooling für diese Kultur oder für diese Atmosphäre. Wir haben zum Beispiel ein Dart. Ja. Mit Kicker geht es zum Beispiel nicht ganz gut, weil da bist du halt wirklich komplett beschäftigt. Aber beim Dart kannst du eigentlich schön miteinander kommunizieren. Wenn der Grewald sagt, es war immer so 17 Uhr, machen wir eine Pause, ja, trinken ein Teechen und spielen Dart. Und einfach weil das so diese lockere Atmosphäre kommt, wo man einfach da ganz normal miteinander quatschen kann. Ja? Oder zum Beispiel freitags halt um 4 das Feierabendbierchen, jetzt als Beispiel. Ja? Auch diese Rituale finde ich auch ganz wichtig. Also dass man so ein paar Teamrituale hat. Und welche das sind, das muss man dann halt fürs Team schauen, was zu einem passt. Ne? Aber ich finde mir persönlich ganz wichtig. Ich kann dem von Bruno beiflechten. Ich wollte noch einen praktischen Tipp geben. Ich habe das bei dem letzten Team, also nicht beim aktuellen Team, gemerkt. Da gab es bestimmten QA-Mitarbeiter, so bestimmten Entwicklern, so einen Ticket-Ping-Pong. Ja, das ist wahrscheinlich so wie diese Slack-Kommunikation, das hat sich so richtig hochgeschaukelt. Und die saßen zwei Büros nebeneinander und irgendwann bin ich halt mal hin und habe gemeint, Leute, also ich wusste, der eine Entwickler, das ist halt so ein mega introvertierter Typ gewesen, der saß da und der hat so kaum den Mund aufgekriegt den ganzen Tag. Aber ich wusste, die Testerin, das hat jetzt nicht noch, ich meine, du, Susi, lauf doch einfach mal hin und klär das persönlich mit dem. Der wird nie zu dir kommen, ja, das ist, der spricht nicht mal mit seinem Kollegen, der neben ihm sitzt, weil das so ein total ruhiger und nüchterner Typ ist. Und auch für einen selbst hilft das massiv, wenn man Feedback, also gerade so von dem Tester, ja, ich meine, wer kriegt gerne von dem Tester irgendein Ticket zurück? Keiner, aber das ist halt so eine Einstellungssache zu sagen, naja, okay, im Endeffekt hat... gibt der mir gerade die Chance, dass ich mich verbessern kann. Ja, also ich kann reflektieren, was ist in meinem Code schiefgelaufen. Und das gleiche ist zum Beispiel von Alex letztens ein Code-Review gewesen. Da dachte ich so, oh nee. Und dann wollte ich war schon ganz kurz davor, so zurückzuschreiben und meine Sachen zu rechtfertigen. Und dann habe ich ja dann gesagt, okay, dann schlafe ich erstmal drüber. Und am nächsten Früh bin ich dann wach geworden und habe gedacht, ja, eigentlich ist es geil. Ja, ich habe von Alex die Chance gekriegt, dass ich... meine Arbeit und meinen Code verbessern kann. Das war noch von den Kunden dazu bezahlt. ja, also so einfach mal sacken lassen, eben nicht sofort zurückschreiben, auch wenn das im Skype war. Und das war halt bei mir auch abends gerade im Burger-Restaurant, wo ich echt so kurz davor war. Das ist ja auch eigentlich fühlt sich doch gut, oder? Einfach Feedback annehmen, genau das. Ja, ja, also so Feedback annehmen und auch einfach mal sacken lassen. Also ja. Ich meine, Kinder hört gerne Kritik. Und genau. Lasst es mal sacken und guckt mal, ob das vielleicht was Positives hat. Und auch wenn ihr mitkriegt, dass irgendwelche Leute halt wirklich nicht gerne persönlich kommunizieren, versucht das zu triggern oder dann geht ihr einfach auf sie zu. Ja, es gibt eben Persönlichkeiten, denen liegt das nicht. Es gibt aber, es gibt bei der Bundeswehr eine Regel, die besagt, dass du erst den Befehl ausführst und dich dann am nächsten Morgen beschweren darfst.
Und, ich fand das früher immer schwachsinnig, aber wenn man das mal beherzigt, kommt man genau zu dem Punkt, den du nämlich ansprichst. Wenn man Kritik eben nicht als Kritik versteht an sich selber, sondern als Feedback, besser zu werden. Und das ist ja genau das, was du sagst. Einfach das Ganze mal reflektieren, weil Alex wollte dir nicht an die Karre fahren. Gar nicht, aber das ist halt das typische Ding. Also, du kriegst irgendwie ein Feedback und es ist eben nun mal eine Kritik an dem, was du gebaut hast. Und dann geht es eben sofort los mit, ich weiß nicht, da war ein so ein Ding drin, damit man könnte mit der GUI, die ich da hinten habe, wenn man alle durchscannt, eben rausfinden, wie viele Nutzer angemeldet sind. Und das war eben das Ding, ich saß in dem Burgerrestaurant da, habe kurz durchgerechnet, selbst bei einer Millisekunde Anfragezeit wird es irgendwie ein paar Jahre dauern. Da liegt es einem auf den Fingern zu sagen, warum, wie? Aber nee, im Endeffekt hat er recht. Ja. Ich meine, das ist halt ein sehr theoretisches Problem gewesen, aber es ist am Endeffekt war es eine Verbesserung. Ja, ich kann es das nächste Mal besser machen, weil dann habe ich vielleicht keine GUI, sondern den Integer gemacht, den gleichen Blödsinn. Das ist einfach. Ja. Vielleicht zu dem Thema Feedback kommen, annehmen, habe ich gemerkt, jetzt, ich meine, wir sind in, leider ist die IT so eine männerdominierte Welt. Wir haben sehr wenige Frauen und Männer sind schon von Haus aus, von der Genetik und alles immer problemlösungsorientiert. Oder? Und da kommt noch dazu, dass man ein Ingenieurstudium hat und was, und dann kann Probleme lösen. Und dann passiert das eben, dass man in seiner Arbeit immer Probleme löst und dann kommen eben so zwischenmenschliche Dinge auf und sagt, vertraut sich jemand eher dir an und dann wirst du schon das Problem lösen. Und du sagst dann, du denkst, ja, da könnte man doch einfach das und das machen und dann wäre das. Und das Problem ist, das setzt sich automatisch schon im Hirn in dieses Problemlösungs-Erfindermodus, oder? Und du nimmst dann eigentlich die andere Person gar nicht mehr wahr. Und es gelingt mir vielleicht in 9 von 10 Fällen nicht, aber ich versuche, seit ich das weiß, dass ich so bin, versuche ich einfach viel mehr einfach zu überlegen, okay, hör dir einfach mal an, was die Person sagen will. Und zwar, hör es dir bis zum Ende an. Und dann, frag mal zurück, ja, was könnten wir da tun? Hast du eine Idee? Anstatt zu sagen, ja, wir könnten doch das und das. Weil vielleicht hat die Person nur dich nutzen, um zu reflektieren, hat aber auch selbst schon eine Idee. Und dann kann man eben zusammen eine Idee erarbeiten. Das Schöne ist auch, wenn du nicht deine Lösung auf die andere Person projizierst, dann fühlt sich die andere Person eben auch nicht, ja, der will mir einfach seine Lösung aufdrängen. Und vielleicht kannst du dann auch, wenn du clever bist in der Kommunikation, die andere Person mit geschickten Fragen und in der Kommunikation zusammen von etwas überzeugen. Und die Person treibt es dann auch selbst voran. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn andere auf die gleiche Idee kommen wie du. Und zwar, also ich glaube, es ist die eigene Idee. Das hilft mir sehr viel, also diese Reflexion und dem Widerstand in diesem Moment. Du verkaufst den Kollegen das so, als wäre es ihre Idee und es Willst du mich noch bashen? Nein, ich gar nicht. Damit ich den Stuhl gleich verändern wollte, ich wollte Uli noch beipflichten, dass wir bei uns in der Bürogemeinschaft lange Zeit so ein inoffizielles Ritual gehabt, dass wir Nudeln gekocht haben. Also, dass irgendeiner, der dann Hunger hat, dass zu den anderen ins Büro gegangen ist, so, Mensch, Alex, wie sieht's aus? Wollen wir da zusammen essen? Ja, was gibt's denn? Nudeln? Ich gehe zum neuen Kilo und es war immer das gleiche Gericht, das kann ich euch erzählen. Also es waren immer Nudeln Arrabbiata und dann hören zu zwei dieser günstigen Gerät Arrabbiata, 1 Kilo Nudeln für 3 Leute. So, und das war. Und wir haben auch ein Dart bei uns, die macht es total toll immer an der Stelle. Und das ist eigentlich auch schon die Linie. Die sieht man eigentlich kaum noch, ja, aber es ist. Wie du sagst, man spielt und in dem Moment sind andere ja nicht dran und dann kann man wirklich auch mal, Mensch, was war denn los in letzter Zeit? Und das ist also ein guter Tipp, den ich definitiv so unterstreichen kann und eigentlich nur weitergeben kann, um die Kultur halt eben auch mal aufzuhellen. Ja, ansonsten mehr wollte ich dazu sagen. Wir sagen das zu dem Kurzreview. Also. Ich habe jetzt auf das Konkrete bezogen, aber ich habe mal vor 7 Jahren so einen Spruch gehört, den ich mir immer wieder selber auf vorhalte, wenn ich mal Code-Review bekomme, der heißt You are not your code. Also man sollte sich persönlich ein bisschen von seinem Grund trennen und wenn jemand Kritik an
Schnipsel kurz übt, heißt das nicht, dass man Kritik an dieser Person geübt bekommt. Das war meine königlich kreative Arbeit, die du da hast. Das muss daran liegen, dass du aus Dresden kommst. Dann wollte ich noch eine Sache zu Daniel sagen, mit diesem Modus, dass man immer in diesen Problemlösungsmodus reinkommt. Also ich kenne das auch von mir, ich kenne das auch vor allen Dingen außerhalb von Arbeit, auch, also auch in persönlichen Beziehungen mit Frauen zum Beispiel. Also wo ich mich selber dabei beobachte, dass ich halt auch sozusagen nicht bis zum Ende zuhöre, sondern immer denke, so, wie kann ich ihr jetzt helfen und sozusagen schon loserzähle, obwohl Frauen das meist auch gar nicht wollen, habe ich mir sagen lassen. Ja, die wollen quasi das Quietsche-Engine haben, wo sie das Problem erzählen können, was die Entwickler ja auch manchmal nutzen, eben das Quietsche-Engine neben unserem Monitor, wo wir erklären, wie unser Problem gerade aussieht. Wenn wir bloß mit dem Quietsche-Engine erzählen, kommen wir selber schon auf die Lösung. Das hilft uns sozusagen dabei. Schade, dass du jetzt nur sagen, das dauert mit dem Programming einfach. Ich kann nur über das Problem reden. Ich will noch was vom Anfang aufgreifen und das mitnehmen. Und zwar aus einer anderen Sicht auf vielleicht dann eben für die Führungsköpfe, was die an Eigenschaften bringen müssen oder sollten. Für mich ist eigentlich eine Eigenschaft an den Mitarbeitern die wichtigste, dass sie sich kontinuierlich verbessern wollen. Einfach dieses so, sich kontinuierlich weiterentwickeln. Wenn sie das haben, ist eigentlich so das beste Ergebnis. Das kommt dann von alleine. Ja? Wenn das so Eigenschaften sich weiterentwickeln will, dann kann es auch sein, dass er am Anfang noch gar nicht den Ansprüchen genügt. Ja? Aber das wird von alleine kommen, weil jemand, der 3 Jahre jeden Tag so ein geiles durchgeschnitten dieses coole Zitat gemacht hat, von wegen, an einem Tag können wir nicht viel machen, aber wenn jeden Tag das Maschinenjahr so, wie woanders, mache ich das. Aber auch bei dem Bierlauter, ich weiß nicht, was das ist eigentlich für mich so die wichtigste Eigenschaft bei den Mitarbeitern. Und das kommt dann von alleine. Ja, dann brauche ich eigentlich nicht so sehr darauf achten, reicht vielleicht oder gibt dem Weg nicht das Beste, sondern wenn es sich kontinuierlich weiterentwickelt, kommt es dann ganz allein. Ja, das ist so quasi die Eigenschaft, die ich eigentlich von den Mitarbeitern warte, heißt im Umkehrschluss dann aber auch, dass man als Vorgesetzter da eben Rücksicht drauf nehmen muss. Ja. Und er dann so als Motivationsgeber unterwegs ist. Ja. Das ist aus meiner Sicht auch was ganz Wichtiges, um eben dann alle zufriedenzustellen. Ich habe gestern auch mit Daniel drüber gesprochen, ich bin ja immer noch so einer, da stehe ich ziemlich alleine mit da, Lob ist Gift, habe ich mal gesagt. Ja. Weil aus meiner Sicht macht man sich da abhängig, dass andere einen bestätigen. Und das soll man nicht, man wird man selber nicht glücklich. Und wenn man selber nicht glücklich ist, wird man auch nie produktiv arbeiten können. Ja. Das ist natürlich jetzt krass formuliert. Ich habe da auch mal von einem sehr guten Journalisten was gelesen, der hat gemeint, die Sucht nach Lob ist schlimmer als die Sucht nach Ecstasy. Ja. Und es ist tatsächlich so, ja, mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute sich eher selber motivieren. Ja. Also dieses, wie heißt der Begriff? Ganz gestern auch drüber. Ich komme gerade nicht drauf, ist ja egal. Ne? Aber dieses Mindset, ja, das ist für mich ganz wichtig. Das weil du gibst kein Feedback. Du musst unbedingt Feedback geben. Ja, Feedback kann ich ja machen. Feedback meine ich mit Wertschätzung. Mit Wertschätzung. Dass sich überhaupt gelohnt oder dass überhaupt irgendjemand schert, was da passiert. Das ist alles wichtig. Ja. Ach Quatsch. Zu Ende, wenn es zu Ende ist. Marci, komm. Ja, mach mal. Uli, dazu, also ich sehe das total anders als du. Also jemand ständig für, dass man seinen Platz aufgeräumt hat, loben, das ist Übung. Ja, also, aber ich habe vorher unter einem Chef als Angestellter gearbeitet, der wirklich, wahrscheinlich hat das genauso gesehen du, aber nie. Weder als ich da irgendwie noch Auszubildender war, weder als ich dann irgendwo dort angestellt war. Nie. Ja, also er hat auch nie Fehler gemacht. So, und ich sehe das schon anders. Ich tue meinen Mitarbeiter schon loben. Wenn er irgendwie etwas extrem gut gemacht hat, warum soll ich nicht sagen, dass er das gut gemacht hat? Und das ist letztendlich eine Form von Anerkennung, das ist eine Form von Lob. Dann würde ich mich ja fragen, wie lebt ihr das bei euch, wenn du sagst, auf der einen Seite wir spielen hier ganz locker easy da und auf der anderen Seite so sagst du niemanden, so stelle ich mir das vor, niemanden sagst du, dass er einen guten Job gemacht hat, weil, keine Ahnung, er durch alle den Arsch gerettet, weil er den Bildserver um 23 Uhr noch gefixt hat. Sagst du dann, ja, das war dein Job oder was machst du dann? Ich würde mal gerne ein Beispiel geben.
ich nehme alles, was also zum Beispiel der Gregor, also so am Anfang noch, hat er also mal was hingeworfen. Ich habe mir das geschaltet, mir das dann immer auf, weil ich möchte mich immer mit beschäftigen, was da zurückkam und möchte ihn quasi anstehen und möchte mich dann auch um kümmern. Egal wie viel ich zu tun habe, das wird nie vergessen. Und wenn ich mich erst 3 Tage später zu melde, ja, das ist für mich, aus meiner Sicht, da habe ich ein Diplom, aber aus meiner Sicht ist das schon die Ahnung, dass ich mich mit allem beschäftige, was ihn auch beschäftigt, was ihm wichtig ist. Das ist für mich die Art von Lob. Okay. Dadurch tue ich nicht explizit Lob. Und dann, wenn er sagt, hey, ich habe da und da Probleme, ist das klar, ich kümmere mich drum. Ja, auch das ist zum Beispiel. Und ich habe so das Gefühl, weil viele Vorgesetzte, die loben zwar, ja, aber die beschäftigen sich überhaupt nicht mit. Wenn er eine E-Mail schreibt, sie gehen gerade runter, kümmern sie sich nicht drum. Das ist für mich viel schlimmer, ja, als würdest du mich nicht loben. Aber Moment, ist das für dich eher Wahrnehmung und den Mitarbeitern zu sagen, hey, pass auf, ich nehme dich wahr? Und ich nehme deine Bedenken, also deine, zum Beispiel deine Sorgen oder deine Probleme und so weiter, das ist nämlich alles sehr ernst und ich kümmere mich immer drum. Ja. Das ist für mich eigentlich die Art der Anerkennung. Ich brauche dann aus meiner Sicht auch keinen Lob. Nee, also ich spiele auf andere Situationen an. Ich meine, ich erwarte davon, dass meine Angestellten von mir erwarten, dass ich sie ernst nehme und nicht sage, du kannst mir eine Mail schreiben, so viel du willst, das ist mir ein Scheißdreck. Ja, sondern natürlich beschäftige ich mich auch mit den Dingen. Auch dafür muss man mir nicht dankbar sein, dass von mir niedergehen und sagen, danke, dass du meine Mail gelesen hast. Und dann lobe ich. Also das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge, das will ich damit sagen. Wenn er wirklich was gut gemacht hat, dann kann ich nur sagen, ich finde, dass du es gut machst. Das ist Lob. Und wenn er ein Problem hat und ich kümmere mich darum, ist das Wahrnehmung, dann ist das Aspekt, aber nicht das Lob. Ja, aber das Problem ist, dass das, also ich habe es in ganz vielen Situationen mitbekommen, da ist es tatsächlich so, da wird es einfach nicht ernst genommen. Ja? Und das ist für mich eigentlich eine wesentlich wichtigere Form von Anerkennung. Ja? Auch wenn du das vielleicht nicht als Anerkennung siehst, also wenn das jeder machen würde, dann wäre es mit dir keine Anerkennung. Aber es ist eben das Problem da, dass es eben nicht so Standard ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und ich habe da zum Beispiel auch meinem früheren Chef Feedback gegeben und gesagt, du bist dein Lob schön und gut, ja, das bringt mir aber nichts. Du lieber dich mit den Sachen beschäftigen, wo ich dir sage, ja, kümmere dich mal bitte drum, ja, oder liest ja das mal durch oder gib mal eine Meldung. Ja. Das ist für mich viel wichtiger. Oder geh ans Telefon, wenn ich dich anrufe. Ja. Das ist für mich viel wichtiger, als dass du mir sagst, das hast du gerade gemacht, weil du kannst eh nicht einschätzen. Ja, ja, okay. Also ich denke mal, beide Sachen sind sehr, sehr wichtig. Also grundsätzlich die Anerkennung von deiner Arbeit, der Post, dass sie gesehen wird und dass du halt deinen Wert dazu bekommst. Aber ich finde, explizites Lob ist essentiell für eine Führungsrolle. Und ich habe es oft genug erlebt, dass das Manager Lob in der Form sehen, dass sie einfach nichts sagen. Weil Feedback ist aus ihrer Sicht immer nur Negatives. Und wenn sie gut sind, dann ist es gut. Aber viele Menschen sind nun mal von Abhängigkeit, dass sie respektiert werden, dass jemand was zu ihnen sagt. Und deswegen gehört auch der positive Aspekt zum Feedback dazu. Und ich hatte mir, als ich angefangen habe, in der Führungsrolle reinzuwachsen, teilweise explizit einen Großhit oder so hingepackt, Lob zurückgeben an die Leute. Dass man nicht einfach hinnimmt, okay, die haben einen Job gemacht, sondern dass man explizit und vorab auch normalerweise vor einer großen Runde vor dem Team sagt, hey, du hast einen guten Job gemacht. Das ist essentiell für mich. Ich möchte an dieser Stelle in die Worte von Mark Twain, der hat gesagt, Wahrheit muss man geben wie eine teure Jacke und nicht als Handtuch werfen. Also da glaube ich, an dieser Stelle passt, wie wir nicht nur Feedback nehmen, sondern wie wir auch die Input geben. Was dann zu uns? Gibt es eine 1-Euro-Wette? Das bei der Weihnachtsfeier der CEO, der die Kunden nochmal wieder wünscht. Das ist der Mann, der nicht immer nur CS und alle anderen. Diese 1-Euro-Wette sind auch deswegen, das auch. Das ist kein Zufall, das ist spannend. Also ist es, wird es bei der Weihnachtsfeier nicht passieren, dass der Chef euch lobt? Keine Ahnung. Ihr wisst es nicht. Also nee, wir wissen es nicht. Ich bin vielleicht am Anfang dabei, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt zum Schluss so eine Führungskräfte war, die da wirklich Wertschätzung gesprochen haben. Und ich bin gespannt.
Ja. Und ich finde, als Führungskraft muss man auch sehen, wie Wertschätzung bei den Einzelnen aussieht. Also manch einer mag das gar nicht, öffentlich gelobt zu werden. Und ein anderer braucht das eben. Also das würde ich nur so sagen. Ich glaube, das ist sehr individuell. Das muss man mit jedem Mitarbeiter neu aushandeln. Die Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung aussieht. Weil er kann ja dann sagen, was er eigentlich erwartet, um ihn wahrgenommen zu werden. Gebe ich dir definitiv recht, aber das musst du natürlich auch vorher erstmal ausprobieren. Also einfach die Annahme würdest du, okay, der ist wahrscheinlich ein scheuer Mitarbeiter, auf dem Markt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und deswegen die öffentliche Berufsgruppe, vielleicht machst du dann einen Fehler. Deswegen lieber erstmal zu viel und dann gucken, und das ist halt in der Führungsrolle sehr wichtig, die Empathie zu haben, zu sehen, ob das gut für ihn ist oder nicht. Aber Ich musste vielleicht mit mir arbeiten und so. Das ist ein Must-Have. Das ist das Mindeste, was ein Mitarbeiter erwartet, dass er schon weiß, wer er ist. Und er tickt. Und bei uns ist es auch so, ich glaube, dass wenn sich jemand auf persönliche Lob vor der gesamten Mannschaft hat, dass auch keiner fährt. Aber wir sollen als Team, aber als Leistung. Und das ist unheimlich.